Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Destiny Rise of Iron. Wir sind hier unterwegs in der Replikationskammer, sind so gut wie da. Und man hört ja auch irgendwas Geflüster. Irgendein Geflüster hört man hier und diese Tentakel wursteln immer noch hier rum. Und da haben wir die Axt. Und ich habe echt Angst, dass da gleich was passieren wird, was ich nicht will. Greife auf den Sivir-Replikator zu. Ey, das ist eine Axt. Diese Dinge an der Decke. Achso. Ich orte DNA. Menschliche. Menschlich? Das ist unmöglich. Sind das die eisernen Lords, die gestorben sind? Das sieht hier aber auch auf jeden Fall nach einem harten Kampf aus. Sind voll groß mit der Axt. Eieiei, ich habe Angst. Die werden wahrscheinlich gleich Hallo sagen. Gebe Selbstzerstörung ein. Ja, bitte nicht. Hallo Licht. Was geht hier vor sich? Ich hab's gewusst. Nein, das kann nicht wahr sein. Was war das jetzt? Aua! Überbleibsel von Fellwinter. Ich wusste es. Aua, das Ding macht Aua. Ich muss einmal kurz. Die haben die eisernen Lords sogar unter ihre Kontrolle gebracht. Und also, ja. Wahrscheinlich weniger freiwillig, das kann man, denke ich, sagen. Aber, naja. Hä? Was ist das denn für ein Feuer? Wieder aufnehmen. LOL! Das macht meine Axt stärker. Nein, jetzt habe ich meine Axt fallen gelassen. Bam, Alter! Bam, Alter! Bam, Alter! Bam, Alter! Bam! Genudelt! Okay. Was kommt jetzt? Da kommen die nächsten. Och, nö. Dreck beide. Ich bin raus. Ich hab keinen Bock mehr. Nein! Aus! Oh, ich hab keine Munition mehr für meine Axt. Kann ich die irgendwie aufladen? Ah, hier kann ich die. Ach so. Ah, ich kann leider meine R1-Granate nicht werfen hier. Während ich die Axt anhab. Okay. Das ist aber eine coole Idee, dass wir so eine Axt kriegen, wie auch die eisernen Lords die hatten. Finde ich cool. So. Ach scheiße, ich habe wieder keine Munition mehr. Ja, ganz ruhig. Einmal kurz hier. Ah, da ist sogar das Zeichen der eisernen Lords drauf. Das ist echt cool gemacht. Bam, Alter. Voll auf den Schädel. Weiß nicht, was besser ist. R1-Angriff oder R2? So kann ich auf jeden Fall Dollar zuschlagen, aber so zünde ich sie auch an. Und mache Flächenschaden. So, ich muss... Oh! 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 Nein! Nein! Mein Leben! Nein! Oh! Da wollte ich zu viel, da war ich zu gierig. Scheiße, nein, 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 nein. Okay, aber wir wissen jetzt, was zu tun ist. Gebe Selbstzerstörung ein. Hallo? Hallo? Was geht hier vor sich? Nein, das kann nicht wahr sein. So. Dieses Ding.
So. Auf den Sack, Alter. So. So, schnell hier aufladen. Gut, wir sind wieder fit. Bam. 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 Die sind eigentlich gar nicht mal so schwer zu besiegen. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren, dann geht das. Ah, hier ist ein Feuer gewesen. Habe ich ganz übersehen. Gerade hätte ich auch echt nicht sterben müssen. Da war ich einfach zu gierig. Da wollte ich es unbedingt haben. So. Oh, ich muss einmal zurück. Einmal weg hier. Bin fast tot. Okay, den Ort kennen wir ja auch schon. Da waren wir ja gerade. Im ersten Durchgang. So, ich lade einmal voll. Ich glaube, so macht die mehr Schaden, wenn die leuchtet. Alter! Was ein Angriff. So. Das gibt Aua. Jawohl, den haben wir auch. Ich habe mir gar nicht durchgelesen, wer das jetzt war. Also von wem das die Überbleibsel waren. Das hätte mich eigentlich interessiert. Aber ich kann es ja im Video nachgucken. In der Aufnahme. Und ihr könnt es auch nachgucken. Scheiße. Nein. Aua. Nein. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Jetzt muss ich die Axt einmal kurz fliegen lassen. Alter, ja. Hör doch auf, mich zu verfolgen jetzt. Ja, ist doch gut. Ah, okay. Wir sind hier beim Anfang. Machen wir hier gerade ein paar kleine weg. Sind ein bisschen nervig. So. Von wem? Das sind die Überbleibsel von Yolda. Die Frau, die sich geopfert hat. Oh, aua. Warte mal, da stand gerade irgendwas. Scan. Ja, dann scan mal. Aua. So. Du kommst hoch, ich gehe runter. Und hol mir jetzt wieder meine geile Axt. Die Axt der Eisernen Nords. So. Voll aufgeladen. So. Jetzt gibt's Haue. So, okay. Ich bin leer. Aber wir konnten gut was verteilen an Damage. Aua. Nein, da ist er gerade ausgewichen. Beziehungsweise sie oder er, es. Lol, der lebt noch. Ich brauche ein Feuerchen. Alter, der hat Bock. Der hat Bock, Alter. Der hat richtig Bock. Aber weißt du was? Ich auch. Ich hab übelst Bock. Bam! Der hat gesessen. Wölfling, erledige es. Was denn? Achso, wahrscheinlich soll ich da hinten jetzt scannen, wa? Voll nice. Also ich hatte mir das schwieriger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Aber mit der Axt war das doch ganz gut lösbar. Achso. Oh, oh shit, Alter. Ah! Wir müssen verschwinden. Okay. Und zwar schleunigst. Finde ich gut. Lauf, Alter, die Tentakeln sind raus. Die sind wild. Die wilden Tentakeln. Ich weiß gar nicht, ob die uns Damage machen. Ein toter Geist. Den muss ich mitnehmen. Aua. Aua. Alter. Seid ihr behindert? Wir müssen hier raus. Leute. Ich habe die Axt mal liegen lassen gerade.
Leute! Hör auf damit! Ihr dämlichen Vollidioten! Die Tür ist zu. Oh. Gut gemacht, Wölfling. Siva gibt es nicht mehr und die Eisernen Lords haben ihre letzte Ruhe gefunden. Kehre zum Eisentempel zurück. Du hast dir deine Belohnung wahrlich verdient. Eieieiei. Okay, da war es am Ende noch mal ein bisschen knapp, weil da so viele Leute entgegenkamen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, der Endkampf da, der war echt geil. Meine Vermutung war eigentlich auch wieder... war auch wieder ziemlich richtig. Denn, dass es ein Mensch war und die... Denn man hat ja gesehen, die Eisernen Lords hatten auch diese Äxte da. Dass das ein Mensch sein könnte und dann natürlich auch ein eiserner Lord. Aber war voll geil, dass man auch so eine Axt kriegt und die dann aufladen kann am Feuer. Der Siva-Replikator wurde zerstört. Das hier haben wir in der Nähe gefunden. Danke. Sie würde sich geehrt fühlen. Meine Brüder und Schwestern. Ich werde euch wiedersehen. Eines Tages. Du hast sie mir zurückgegeben. Näher. Es gab eine Zeit, in der nur eiserne Lords diese Schwerter führten. In unserer Waffenkammer gibt es viele davon. Doch dieses ist neu. Es gehört dir, Wölfling. Mit dir beginnt eine neue Generation. Nimm deinen Platz als eiserner Lord ein.